Im Zusatzspiel der Relegation hat der SV Rot-Weiß Burghaun dann im dritten Anlauf den Klassenerhalt eingetütet. Einer ist dabei herausgestochen, Andreas Weber war der Mann des Tages des RBB, aber dazu kommen wir gleich. 800 Zuschauer sehen in Hof-Aschenbach eine mäßige erste Hälfte. So dauert es bis zur 38. Spielminute, bis Andreas Weber bei der ersten Großchance an RSV-Keeper Herbert scheitert. Margrethen Hauen kommt kurz vor der Pause nach einer Ecke durch den Kopfball von Christian Bell einmal nennenswert zu einer Gelegenheit. Hälfte 2 wird dann besser. Schäfer führt den Freistoß aus, Möchel wehrt vorerst ab und Florian Bug hätte den RSV fast in Führung gebracht. 59 Minuten auf der Uhr. Kabul lässt sich den Ball von Santowski abnehmen. Der geht in den 16er und wird von Marco Weber gelegt und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Andreas Weber tritt an und verwandelt mit etwas Glück zum 1:0, denn Tobias Herbert war zumindest dran. Dass Margrethen Hauen unbedingt aussteigen will, merkt man den Jungs in Weiß zu jeder Zeit an. Doch vor dem Tor fehlt die Gefahr. Auch in der nächsten Szene fehlt das Quäntchen vor dem Kasten. Schäfer bringt die Kugel rein. Felix Bug hat den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Schuss landet in den Arm von Keeper Möchel. Und das macht heute den Unterschied. 77. Spielminute, Andreas Weber am Ball, vorbei am Verteidiger und auch vorbei an Herbert. Blondi, wie er von seinen Fans genannt wird, trifft zum 2:0. Doch noch ist das Spiel nicht zu Ende. 2 Minuten später, Freistoß RSV, Philipp Semmler steigt hoch und da liegt der Ball drin. Der Anschlusstreffer in der Schlussphase für Margrethen Hauen. Vielleicht die letzte Gelegenheit auf die Verlängerung, Schäfer führt aus, doch drüber. Und danach pfeift der Schiedsrichter die Partie ab und somit steht fest, der SV Rot-Weiß Burghaun bleibt in der KOL-Mitte und Margrethen Hauen verpasst den Aufstieg aus der A-Liga.